Hi und herzlich willkommen bei Athlete Space. Ich bin Max und ich stelle euch heute das Thema Torwartspezifisches Athletiktraining im Fußball vor. Mein Video ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil ist es ein bisschen theoretischer. Da gehe ich auf die Unterschiede zwischen Feldspieler und Torhüter ein, in athletischer Hinsicht, und auf das Anforderungsprofil für Torhüter. Sprich, was braucht ein Torhüter? Welche Anforderungen braucht er? Und der zweite Teil ist dann mehr praktisch. Da zeige ich euch ein paar Übungen, die ihr ins Training integrieren könnt und gebe praktische Hinweise. Okay, gehen wir auf die Unterschiede zwischen Feldspieler und Torhüter ein. Der Feldspieler braucht Beweglichkeit, aber sie ist nicht so essentiell wie bei einem Torhüter. Dadurch, dass der Torhüter im Tor einen möglichst großen Radius mit den Beinen und mit den Armen abgreifen muss, braucht der Torhüter natürlich eine gut ausgeprägte Beweglichkeit. Hier vor allem in der Hüfte, in alle Richtungen, in der Wirbelsäule, vor allem in der Brustwirbelsäule und im Oberkörper, in der Schulter. Der nächste Punkt ist die Ausdauer. So offensichtlich, Feldspieler laufen natürlich deutlich mehr als Torhüter. Ein Torhüter läuft im Schnitt in der Bundesliga 5 bis maximal 7 Kilometer pro Spiel. Und ein Feldspieler läuft um die 12 Kilometer pro Spiel. Das heißt, es ist fast das Doppelte. Dadurch ist natürlich der Schwerpunkt von der Ausdauer bei Feldspielern viel mehr auf der aeroben Ausdauer. Und bei Torhütern ist es mehr so, dass die Ausdauer wichtig ist, um sich schnell zu erholen von explosiven Aktionen wie Sprüngen, Sprints und Würfen. Und vor allem für das Training. Nicht fürs Spiel, sondern fürs Training, dass der Torwart fit ist und ein hohes Trainingspensum abliefern kann, sprich eine hohe Arbeitskapazität hat. Okay, kommen wir nun zum Training der einzelnen Fähigkeiten. Fangen wir mit Beweglichkeit an. Ich werde nochmal extra Videos machen für die einzelnen Elemente, aber hier eine kurze Abhandlung. Beweglichkeit könnt ihr mit einer hohen Frequenz trainieren. Das heißt, ihr könnt es locker 3 bis 6 Mal die Woche 10 bis 15 Minuten ins Training einbauen. Am besten ins Warm-up. Da baut ihr euch am besten so ein, zwei Zirkel zusammen mit 3, 4 Beweglichkeitsübungen hintereinander, die ihr dann durchlauft. So könnt ihr für den ganzen Körper euch ein kleines Programm zusammenstellen. Wichtig ist hier, nutzt bitte nicht nur den Übungen, die euch passiv beweglicher machen, sondern es ist vor allem wichtig, aktive Beweglichkeit zu schulen. Hier zeige ich euch nachher 2 Übungen, was ich da zum Beispiel meine damit. Und wichtig ist auch beim Beweglichkeitstraining, durch Krafttraining und Rumpfstabilitätstraining verbessert ihr auch eure Beweglichkeit. Das sollte im Hinterkopf sein bei euch. Genau. Okay, kommen wir zur Ausdauer. Für einen Torhüter sind vor allem 2 Formen der Ausdauer sehr wichtig. Die eine, das habe ich vorhin schon angesprochen, ist die aerobe Basis, die Grundlagenausdauer. Und die ist vor allem für die Erholungsfähigkeit zwischen Trainingseinheiten oder während des Trainings wichtig, um sich von explosiven Belastungen wieder zu erholen. Das heißt, die aerobe Ausdauer ist indirekt wichtig, damit ihr über das ganze Spiel hinweg explosiv sein könnt. Deswegen ist es nicht zu vernachlässigen. Da zeige ich euch nachher eine Möglichkeit, wie man das trainieren kann. Was ihr auch indoor machen könnt und jetzt dann gleich ausprobieren könnt, sind High Knees, das heißt Kniebelauf. Und das Ganze über mehrere Minuten. Ich zeige euch das nachher. Das nennt man Indoor Tempo Runs. Die zweite Komponente ist der anaerob-alaktazide Stoffwechsel. Und hier ist wichtig, oder hier geht es darum, über 5 Sekunden maximale Energie zu mobilisieren. Wie kann ich diesen Stoffwechsel trainieren? Hier geht es eben darum, Explosivität zu trainieren. Und das auch wieder immer wieder über das Spiel hinweg abrufen zu können. Das trainiere ich zum Beispiel durch Sprünge. Ich mache zum Beispiel, zeige ich euch nachher auch eine Kombination. Ihr nehmt zum Beispiel 2 Sprungübungen, macht davon jeweils 3 Wiederholungen. Erste Übung 3 Wiederholungen, dann macht ihr 45 bis 60 Sekunden Pause, dann macht ihr die zweite Übung nochmal 45 bis 60 Sekunden Pause und das wiederholt ihr dann 3 bis 4 Mal. Dadurch habt ihr immer wieder explosive Aktionen über 3 bis 5 Sekunden und dann wieder längere Pause. So könnt ihr diesen Stoffwechselweg trainieren und es führt dann dazu, dass ihr im Spiel, im Training
explosiv seid und das über das ganze Spiel, über das ganze Training oder Spiel. Die nächste Komponente ist dann die Kraft. Bei der Kraft ist wichtig, dass ihr als erstes, bevor ihr überhaupt Explosivkraft wirklich trainieren könnt, ist es wichtig, dass ihr überhaupt mal eine Basis schafft. Das heißt, hier ist der Start, dass ihr die grundlegenden Bewegungsmuster lernt im Kraftraum. Das heißt, Ausfallschritte, Kniebeugen, einbeinige Unterkörperkraftübungen, Rumpfstabilität aufbauen, Oberkörper ziehen, drücken in alle Richtungen, Rotation. Das ist die Basis vom Krafttraining und dann könnt ihr anfangen, stärker zu werden. Das heißt, am Anfang geht es um das Lernen dieser Übungen oder Bewegungen und dann geht es darum, das zu steigern, indem ihr die Last steigert, indem ihr das Volumen steigert, Intensität und so stärker werdet. Hier ist zu beachten die Maximalkraft. Das ist die höchstmögliche Kraft, die ihr realisieren könnt. Und das stellt die Basis dar für die Explosivkraft. Das bedeutet, in einem kurzen Zeitraum möglichst hohe Kraft zu entwickeln. Das macht ihr dann vor allem durch Sprünge. Aber die Basis ist die Maximalkraft. Die letzte Komponente ist dann die Schnelligkeit. Schnelligkeitstraining ist auch für Torhüter sehr wichtig. Vor allem Antrittsschnelligkeit von 1 bis 15 Meter ist für den Torwart essentiell und es sollte gezielt entwickelt werden. Hier könnt ihr über Sprünge schon einen guten Impact machen, über Krafttraining. Hier hat die Maximalkraft eine hohe Korrelation auf die ersten Meter. Das heißt, Krafttraining hat hier auch einen Übertrag und dann eben Sprinttraining. Sprinttechnik sollte erlernt werden und konstant verbessert werden. Und wenn ihr Sprinttraining macht, ist vor allem wichtig, dass ihr ausgeruht seid, erstens, und dass ihr lange Pausen macht. Bedingt sich beides. Das heißt, nicht in einem ermüdeten Zustand nach dem Spiel, zum Beispiel am Montag oder Montag Sprinttraining machen, sondern das vielleicht eher auf Dienstag oder Mittwoch schieben. Und während dem Training ist es wichtig, dass die Pausen lang sind. Ihr könnt zum Beispiel hier eine Distanz von 10 Meter nehmen. Dann geht ihr zum Beispiel in eine Liegestützposition und startet aus der Liegestützposition, sprintet 10 Meter und dann macht ihr 45 bis 60 Sekunden Pause. Dadurch erholt ihr euch wieder. Und dann macht ihr das über 6 bis 7 Mal. Hier geht es darum, Qualität. Qualität ist wichtiger hier als Quantität. Beim Sprinttraining geht es nicht darum, möglichst viele Sprints zu machen, sondern die Sprints, die ihr macht, mit hoher Qualität zu laufen. Jetzt folgt noch ein kleiner praktischer Teil. Ich habe euch 3 Übungen für die Verbesserung der Beweglichkeit, 2 Übungen für die Verbesserung der Sprungkraft und der Explosivkraft und für die Verbesserung der spezifischen Ausdauer für einen Torhüter. Und als letztes noch eine Übung zur Verbesserung der aeroben Ausdauer. Kraft kommt dann in einem anderen Teil. Ich habe vor, mehrere Teile zu machen, um einfach das Thema nochmal breiter auszufächern und einzelne Bereiche gezielter zu bearbeiten. Genau, praktischer Teil kommt jetzt. Schaut es euch an, macht es nach und gebt mir Feedback. Hier seht ihr jetzt die erste Beweglichkeitsübung. Die dient zur Verbesserung der aktiven Bewegungskontrolle in der Hüfte. Hier geht es darum, einen möglichst großen Radius im Hüftgelenk zu erzielen, währenddessen der Rest vom Körper relativ ruhig bleibt. Ihr seht es, das sieht jetzt hier relativ einfach aus, wenn ich das mache. Aber wenn ihr das gleich probiert und aufsteht, dann werdet ihr merken, wie schwierig es ist, das Bein so zu bewegen, ohne dass sich der Oberkörper bewegt. Probiert es aus, 3 bis 5 Wiederholungen pro Seite. Übung zur Verbesserung der Beweglichkeit, jetzt für den Oberkörper und den Rumpf und die Wirbelsäule. Ich nenne sie Cobra Push-Ups. Das ist eine sehr effektive Übung, um die Vorderseite des Körpers aufzumachen, um die Schultern beweglicher zu machen und die Wirbelsäule in der Streckung zu mobilisieren. Probiert es aus, 3 bis 5 Wiederholungen. Die Übung ist sehr anspruchsvoll, macht es langsam und kontrolliert. Viel Spaß! Sprungübung zur Verbesserung der Explosivkraft in der Hüfte. Kneeling Jumps haben wenig Impact und sind leicht zu erlernen. Macht hier 2 bis 5 Wiederholungen pro Satz und 3 bis 5 Sätze. 45 bis 60 Sekunden Pause dazwischen. Jumps 2 bis 5 Wiederholungen pro Seite, 2 bis 5 Sätze, 60 Sekunden Pause dazwischen. Hier zählt Qualität vor Quantität. Das ist eine der anspruchsvollsten Hüftmobilitätsübungen, die ich kenne.
Probiert es aus, startet langsam mit 2 bis 5 Wiederholungen. Tempo Runs sind eine super Möglichkeit, um an eurer aeroben Ausdauer zu arbeiten. 30 Sekunden Belastung mit 70% Intensität, dann 30 Sekunden Pause, das wiederholt ihr 9 bis 12 Mal. Okay, jetzt sind wir am Ende dieses ersten Videos. Hab mich gefreut, wenn ihr bis hierher geschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder schreibt mir per Instagram, schreibt uns @athletespace. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal, euer Max.